bringe die Lebenshaltungssysteme wieder online. Sehr gerne. In 2 Minuten 40. Wo muss ich hin? Zentralhub? Gibt es den Hinweis, wo die Lebenshaltungen sind? Wahrscheinlich erstmal nicht, ne? War das Geld? Green Space, irgendwas. Okay, hier ist es nicht. Hier offensichtlich auch nicht. Okay. Dann gehen wir da hin. Da brauche ich einen Schlüssel für oder was? Okay. Okay. Dann geht's aber noch runter. Nee. Okay. Verdammt. Ich hab nur das. Warum kann ich hier nicht. Ah, hier kann man hier was. Lass mich rein. Gut, das werde ich also wahrscheinlich nicht schaffen. In der Zeit, weil ich nicht genau weiß, wo ich gerade hin muss. Ich fliege mal hier nochmal rein. Hier war ich nämlich noch von außen. Ah, warte mal. Da war irgendwas. Ah! Alles klar. Das brauche ich. Das muss in die. In das Dings drin. Gacha. Okay. Ja, super. Gleich wieder rausgenommen. Okay. Ich brauche das. Gib mir das. Ich brauche meinen Stoff. So, sind wir halbwegs voll. Hier wissen wir also, hier können wir hin und können uns neuen Sauerstoff holen. So, hier muss wieder so eine Zelle hin. Haben wir noch so eine? Aber das ist der. Von hier kommen wir ja. So, was ist das? Okay, da muss auch so eine Zelle drauf. Okay, da ist noch eine. Was ist hier noch? Okay. So, machen wir da drauf. Ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß es halt nicht. Hier ist das. Okay. Brauchen wir noch so ein Element? Das ist ja jetzt ein. Balken ist jetzt gelb geworden, der andere ist noch rot. Ach, links auch nochmal. Alles klar. I see. Das habe ich eben nicht gesehen. War denn hier noch eine so ein Ding? Wo wir ursprünglich waren, wo wir zuerst waren? Ah, da. Diese Seite nach oben. Kopernikus Mondzentrale. Herausgegeben wegen des Falls des Weltraumfahrstuhls 788847. Wenn er meint. So, nehmen wir so ein Ding mit. Wir brauchen noch so ein. Noch so ein weißes Teil. So ein. Oh, das sieht aber schon ziemlich cool aus. Kann man die aufmachen? Nee. Okay. Könnte das denn noch sein? Also zurück ist ja theoretisch Quatsch. Wird bestimmt da hinten noch irgendwo sein. Mehr haben wir ja jetzt erstmal auch nicht. Möglichkeiten. Aber hier ist nichts dran.
Sauerstoff drin. Mist. Das war schön, aber ist nicht das, was ich brauche. Joa. Man verliert so ein bisschen die Orientierung durch dieses Drehen. Aber wird schon alles irgendwie gehen. So. Wo könnte noch so ein Element sein? Oder kann ich das aus dem anderen... Ne, wenn ich das aus dem anderen Raum vorne rausziehe, dann komme ich nicht mehr durch die Tür. Doch, komme ich. Alles klar, ich hab's schon. Got it. Das raus. Da rein. Und dann das raus. Dann bleibt die Tür nämlich auf. Und dann können wir das so machen. So, jetzt können wir das nämlich da raus machen. Die Tür brauchen wir nicht mehr. Also müssen wir nicht wieder zurück. Und dann können wir das da hinstellen. So. Lebenserhaltungssysteme. Neustart. Puh. Stark gesagt? Oder hat die Stopp gesagt? Verdammt. Überprüfe die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Überprüfe die Stromversorgung der Station. Bringe die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Haben wir gerade gemacht. Okay. Wir brauchen jetzt scheinbar keine Sauerstoffdinger mehr, weil erstmal alles heil ist. So. Da würde ich sagen, gehen wir da rein. Zentral ab. Dann gucken wir mal. Ah, schon ziemlich. Entschuldigung. Ist ziemlich cool. Oben muss unten. Bisher ist noch alles richtig, ne? Oder müssen wir es einmal. Ah, guck mal. Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Kopernikus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denk dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex? Beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Na? Habt ihr die Stimme vom Rolf erkannt? So, was haben wir denn hier? Also jetzt sind wir hier irgendwie... Müssen wir da jetzt weiter? Ja, doch, denke ich schon, ne? Orientieren. Das ist gar nicht so einfach. Durch dieses ewige sich drehen. Wir sind von hier, dachte ich, gekommen. Das heißt, wir müssen... Von da sind wir gekommen. Okay. Und dann müssen wir... dahin. Nee, wo war denn gerade das... Wo war denn gerade das Audiosignal her? So, von da sind wir gekommen. So. Dahin. So, jetzt wieder gerade drehen und dann weiter. So, was ist das? Scannen, machen wir. Pearson Weltraumfahrstuhl. Der Pearson Weltraumfahrstuhl verbesserte die Logistik, indem er Menschen und Vorräte zum und vom Mond befördert. Als 2054 der Blackout stattfand, wurden die Crewmitglieder der Station Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Fahrstuhl nach unten geschickt, um den Blackout auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt.
Irgendwas schlägt immer irgendwo gegen. Aber wenn ich das der irgendwo anschleift. Aber wenn ich mich nicht bewege? Nee. Ich bin das, glaube ich, nicht. Egal. Werden wir schon noch finden. So. Aber vielleicht bin ich es doch. So, hier ist irgendwas. Achso, das ist wieder bloß die Nachricht. Aber wir gucken mal raus. Oh, hier kann man raus. Ist es auf? Nee. Aber es ist bloß eine Luke vorne. Kann man wahrscheinlich schließen dann. Okay, wir stehen gerade auf dem Kopf, wie man sieht. Obwohl, nee, doch nicht. Man kann das mal oben und unten hier. Man kann, ist ja, ist hier. Das, da sind die im Weltraum. Macht die nichts. Ob du oben oder unten bist, ist da egal. So, rüber. Kann man das hier aufsammeln? Informationen, looten? Nee, gut. Das kennen wir schon. Da wollten wir gerade hin. Hier ist nichts. Gut, dann müssen wir, glaube ich, dahin. So, hier sind wir rein. Dann müssen wir da weiter. Da wird grün ist. So. Okay. Hallo Mond. Okay, wir müssen also diesen Fahrstuhl aktivieren, damit wir selber auf dem Mond landen können. Das verstehe ich. Hier ist ganz viel Zeugs. Cola. Da ist ein Audiosignal. Quartiere sind noch gesperrt. Wahrscheinlich, weil die Gesamtstromversorgung nicht aktiv ist. Das müssen wir also erst machen und dann können wir gucken, ob noch irgendwer übrig ist. Kommen wir da durch? Ah, easy peasy. So, hier ist ein Audiosignal. Sarah. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Okay. Ich dachte ursprünglich, wir spielen Rolf, aber wir spielen nicht Rolf und nicht, oder, und auch nicht Sarah. Wir sind... unbekannter Name Dritte und versuchen alles rauszufinden. Alles klar. Oh. Schick. Schick, schick. Inspizieren. Lesen. Stromschlaggefahr. Mhm. Schön, dass ich anfasse. Manipulieren Sie nicht die Hardware oder die Treiber ASE-Verhaltensupdate 2.0. Selbst im Weltraum gibt es noch Vorschriften. Ist ja ganz klar. So. Ratsmitglied Laverde, glaube ich. Der MPT ist immer noch offline. Was ist los? Der Backup-Strom läuft endlich hier auf der Station und wir reparieren den Pearson-Aufzug, damit er uns zur Copernicus-Mondzentrale bringt. So, dass wir jegliche Hilfe leisten können, die sie benötigen, um den MPT wieder online zu bringen. Wir kommen, bitte seien Sie vorsichtig. Sarah Becker, Chefingenieurin der Pearson-Station. Okay, das ist also Sarahs Kabine. Gibt es irgendwelche Informationen?
wir noch gebrauchen könnten. Echt jetzt? Gesundheit. Das hört man im All doch gar nicht. Wie denn? Da muss ein extra Kabel dran, was du dann im Ohr hast, damit du die Vibrationen zu Ton machst. Aber wenn du daneben sitzt oder so, wie wir jetzt gerade, hörst du es eigentlich nicht. Okay. Ach, es wird ein ganzes Lied, ne? Es sind immer andere Töne, also ein bisschen andere Töne. Naja, gut. Ist hier noch irgendwas? Das vielleicht? Nee? Okay, gut. Rolf. Kontrollzentrum. Da brauchen wir einen Code für, okay. Gehen Sie niemals ohne ASE raus. Mikrowellenenergietransmission, Wartung kann Ihr Leben retten. Okay, wir brauchen irgendwo einen Code. Kann man das greifen? Das kann man eigentlich. Das ist eigentlich greifbar. Okay, dann nicht. Das haben wir vorher schon mal gelesen, oder? Ja. Ach nee, das sind mehrere Comics. Nummer 2. Auf seinem Weg zum Mond dockte der Astronaut an eine heruntergekommene Raumstation an. Darin findet er Hinweise auf einen alten Freund, überzeugt, dass er noch auf dem Mond am Leben sein könnte, verdoppelt er in einem Rennen gegen die Zeit seine Bemühungen, um den Weltraumfahrstuhl zu reaktivieren. Okay. Klingt nach uns. Nee, wirklich. Vorher schon. Ein Comic über uns. Es ist ein bisschen wie bei Heroes, wo es einen Comic gibt und man Stück für Stück das nachbaut. Und das eigentlich schon passiert ist. Datenbank. Kryoschlafmaschine. Nachdem der Kryoschlafgenerator in der Huygens-Forschungsanlage im Jahr 2048 eine Fehlfunktion hatte, führte Marias Suche nach Antworten dazu, dass sie untersuchte, was von der Maschine übrig geblieben war. Da sie die genaue Ursache der Fehlfunktion nicht ermitteln konnte, sandte sie dieses Fragment zur Überprüfung an den Mechaniker Rolf Robertson in der Pearson-Raumstation. Sehr geehrter Herr Robertson, ich bin eine der wenigen Überlebenden der Huygens Kryoschlaf-Fehlfunktion. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Kryogenerator geborgen wurde, und ich habe gehofft, dass Sie es inspizieren könnten. Gibt es außerdem eine Möglichkeit, wie ich mein ASE dazu bringen kann, holographische Daten von diesem Tag zu projizieren? Ich möchte herausfinden, was wirklich in Huygens passiert ist. Maria González, die haben wir ja nun vorhin schon mal kennengelernt, so ein bisschen. Sehr geehrte Frau González, ich habe das Generatorfragment untersucht, das Sie geschickt haben, aber ich konnte nichts Eindeutiges finden. Was die holographischen Daten angeht, die sind leider ortsbezogen. Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie entstanden sind. Sollte der Lunarrat jemals wieder den Zugang nach Huygens freigeben, dann denke ich, wäre es das Beste, wenn Sie Ihr ASE mitbringen und die holographischen Daten vor Ort überprüfen. Rolf Robertson, Pearson, Stationsmechaniker. Aha. 2539. Das brauchen wir. Ist hier noch irgendwas? Ah, genau. Hier durchgucken bestimmt, oder? Ah. Okay. Blick auf die Erde. Immer so ein bisschen Heimweh dann vom Prinzip, ne? Dann Man on the Moon.
das? Achso, ja. Wir müssen uns wieder richtig hindrehen. Zack. So. Zwei. Achso. Okay. Zwei, fünf, drei, neun. Okay. Hui. Okay, ganz viele Dinge zum Angucken. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Also, sie müssen ja anständig mit NASA oder irgendwie Weltraumleuten zusammengearbeitet haben. Dass man hier so ein authentisches. Ob es authentisch ist, weiß ich ja nicht, aber es fühlt sich halt echt geil an. Also. Orion Wing. Forschung und Entwicklung, Rolf Robertson. Der Orion Wing. Also, in dem wir uns gerade befinden, offensichtlich. Ne? Das ist ja das, was wo wir gerade drin sind. Interessant. So, das ist der Fahrstuhl. Den müssen wir irgendwie in Gang bringen. Der ist da irgendwo, da ist irgendwas fehlerhaft. Und dann können wir auf den Mond. Okay. Tasse. Können wir nichts mitmachen. Ist das ein Glückskeks? Nee. Da ist eine Sprite. Die heißt aber hier bloß Soda. Das ist so ein Yes-Törtchen oder sowas.